Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal was ganz Einfaches, was ganz Schnelles. Und ja, ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich das so genial finde. Ich habe mich mal in letzter Zeit ein bisschen mehr mit meinen Aquarellmarkern beschäftigt. Kolorieren damit finde ich immer noch ein bisschen schwierig. Also es geht, wenn ich direkt vom Acrylblock arbeite. Also so mit Stift draufmalen und dann das verwischen und so. Kriege ich nicht so wirklich hin. Ich arbeite ja immer vom Acrylblock aus. Habe ich euch ja schon mal gezeigt, meine ich, wie ich überhaupt mit Aquarellmarkern koloriere. Und man kann aber noch richtig tolle Hintergründe mit denen gestalten. Das seht ihr auf diesen drei Beispielen hier. Ist super schnell gemacht, super einfach. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Weil eventuell habt ihr auch keine Ahnung wirklich, was ihr mit euren Aquarellstiften machen sollt oder ihr habt eben nicht so die super Auswahl, um jetzt extreme Sachen zu kolorieren. Manchmal hat man ja auch nur 3, 4, 5, 6, 7 Farben. Aber auch damit kann man ganz tolle Hintergründe gestalten und das möchte ich euch zeigen. Aber erstmal zeige ich euch, was wir so brauchen. Als allererstes brauchen wir natürlich einen Kartenaufleger. Da nehmt ihr am besten Aquarellpapier. Ich schneide mir das dann einfach so passend zu und dann war es das eigentlich schon. Also ich habe jetzt keine Kartenaufleger in Aquarellpapier gekauft. Ich weiß nicht, ob es das so gibt. Wüsste ich jetzt nicht. Genau, dann habe ich eben einen Acrylblock und einen Wassertankpinsel. Ich mache mir hinten aber nie Wasser rein, weil ich komme damit irgendwie nicht so wirklich um. Ich nehme einfach so ein ganz normales Glas Wasser, was ich mir jetzt hier beigestellt habe. Ich kann das irgendwie nicht mit diesem Wassertank. Vielleicht ist es auch einfach, weil es jetzt so ein super günstiger ist. Vielleicht ist er deswegen nicht ganz so genial. Weiß man nicht. Aber könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da so Erfahrungen habt mit verschiedenen Wassertankpinseln, ob man die Unterschiede wirklich sehr merkt. Also ich komme damit nicht so klar. Und jetzt habe ich mir nochmal drei verschiedene Blautöne rausgesucht. Mal gucken, welchen ich jetzt so wirklich nutze. Einfach weil ich blau mag. Also es gibt jetzt keinen bestimmten Grund. Wenn man natürlich jetzt was sich schon vorher ausgedacht hat, welcher Stempel nachher drauf sein soll, dann sollte man natürlich ein bisschen auf den Hintergrund achten. Ich bin dabei immer ein bisschen spontan. So, ihr habt gesehen, ich habe jetzt einfach diesen Acrylblock angemalt und tunke jetzt einfach mal mein Stift hier ein bisschen in Wasser, damit ich die Farbe einfach noch mal ein bisschen verschmiere. Könnt auch ein bisschen mehr Wasser nehmen, damit er so richtige Tropfen, das ein bisschen verflüssigt wird. Da muss man sich so ein bisschen rantesten. Was ich schön finde, jeder Hintergrund sieht nachher anders aus, weil man kriegt es eigentlich nicht nochmal genauso hin. Und dann drückt ihr das Ganze einfach auf euer Aquarellpapier und habt jetzt hier zum Beispiel so einen tollen Hintergrund. Ihr könnt auch direkt nochmal, bis die Farbe komplett weg ist. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr nochmal was nachmachen wollt. Ich finde die Farbe an sich total schön. Ich nehme immer nur die dicken Spitzen. Ich glaube, ich habe noch nie mit irgendeinem Stift die dünnen Spitzen benutzt, zumindest nicht bei den Aquarellmarkern. Das ist irgendwie, ja, geht natürlich schneller, wenn man das damit aufträgt, ne? So, auch das verschmiere ich jetzt mir jetzt hier ordentlich auf dem Aquarellblock, bis es mir gefällt. Ihr könnt auch über die Ecke, also dass ihr da einfach um den Untergrund sonst noch ein bisschen mit einmatscht. Jetzt würde ich gerne hier, nee, oder? So, ich nehme jetzt einfach nochmal ein helleres Blau und dafür habe ich mir jetzt einmal den Block hier ein bisschen sauber gemacht. Gehe auch hier wieder mit dem Stift. Und so kann man wirklich wunderschöne Hintergründe machen. Zum Beispiel auch, wenn man irgendwie ein Fotoalbum macht und man ein bisschen Farbe reinhaben möchte, aber jetzt nicht unbedingt nur Designpapier reinkleben möchte, kann man das hiermit eben auch super machen. So, jetzt haben wir eben diese zwei verschiedenen Blautöne. Ich finde das wunderschön. Ich mag das. Gerade durch dieses Aquarellpapier hat man natürlich auch eine super Struktur nachher. Bei dem hier zum Beispiel habe ich richtig mit dicken Wassertropfen gearbeitet. Dadurch haben wir dann eben sehr großflächig, aber punktuell viel. Hier so Zwischenräume sind alle leer. Das kommt zum Beispiel, wenn man ganz große Wassertropfen nimmt. Hier habe ich jetzt nur so ein bisschen verschmiert. Und ich mag das total gerne. Man könnte jetzt auch noch mal ein bisschen gucken, dass man die Farbe so ein bisschen verteilt kriegt. Einfach Wasser drauf und dann noch mal mit dem Block drüber. So zum Beispiel könnte man das machen. Also da kann man sich austoben, wie man lustig ist. Ich finde das so genial. Kann man super vorbereiten. Und ich habe mir jetzt hier schon mal ein paar Sachen zurechtgetüdelt. Ich habe hier nämlich so eine Kiste, da sind so Stempelabdrücke, die ich mal koloriert habe.
einfach, weil ich irgendwas machen wollte, aber nicht groß wusste, was ich basteln soll. Deswegen habe ich einfach mal so ein bisschen vor mich hin koloriert, um dann ja was da zu haben, wenn ich was brauche. Ich weiß nicht warum, aber ich tue mich immer sehr schwer, rechts die Motive hinzukleben. Also ganz viele Karten, die ich im Querformat mache, sind immer links die Motive. Ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie so ein innerer Monk, weiß ich nicht, ganz besonders komisch. Ja, ich werde mal gucken, aber ich glaube, ich bleibe wieder bei den Blumen. Ich finde diese Blumen so wunderschön. Und alleine nur eine so eine Blume und daneben so ein Spruch, das ist, macht irgendwie so viel her. Genau, ich dekoriere die jetzt schnell mal und dann zeige ich sie euch nochmal fertig. So, ich habe die jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengelegt. Ich glaube, es gefällt mir so. Da ich mir aber noch nicht so ganz sicher bin, werde ich sie jetzt noch nicht festkleben. Ich bin immer noch so ein bisschen am Probieren. Ja, manchmal hat man das ja so, dass man so ein bisschen ausprobieren muss, bis einem was gefällt. Aber so zum Beispiel könnte eure Karte aussehen. Und alleine durch diesen Hintergrund sieht die einfach so genial aus, finde ich. Das ist was ganz Besonderes. Und das Schöne ist eben, sie werden nie gleich. Das mag ich ja gerne, wenn eine Technik ganz viele verschiedene Ergebnisse liefert. Und das habt ihr hiermit absolut. Also ihr werdet das nicht nochmal so hinkriegen. Es wird immer irgendwie ein Unterschied sein. Und das sieht man eben auch an diesen Karten hier. Ich finde es, also erstmal mag ich ja Blumen sowieso. Und zwei Blumen drauf, hier sind es drei. Ein schöner Spruch dazu. Und ich finde das so schön. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt so schön schon gesagt habe. Aber ich finde es wirklich toll. Und genau, ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie schnell ihr euch Hintergründe gestalten könnt. Ich habe auch gehört, beziehungsweise meine Tochter hat es ausprobiert, ihr könnt auch mit Filzstiften auf diese Acrylblöcke malen. Also wenn ihr einen Acrylblock habt, meinetwegen wahrscheinlich auch eine alte CD-Hülle, da mal mit einem Filzstift drüber malen und dann das ein bisschen mit Wasser verdünnen, dann sollte das auch klappen. Ich gucke gerade, ich habe hier doch so einen kleinen Rest. Wir probieren das einfach mal. Also, meine Tochter macht das immer, weil die hat ja natürlich keine Aquarellstift und zwischendurch hat sie dann auch keine Lust, mich zu fragen. Und dann hat sie dann echt mit so einem ganz normalen Filzstift auf den Block drauf gemalt, weil sie hat einen. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Wasser. Und probieren muss man das jetzt ja einmal schnell, ne? Ganz spontan nochmal was dazu. So, und das verflüssigt sich schon mal richtig schön. Und dann einfach aufs Aquarellpapier. Ihr seht, es funktioniert. Also ihr braucht nicht mal wirklich Aquarellstifte, wenn ihr jetzt sagt, ich habe gar keine, ich möchte mir nicht groß welche kaufen. Wie geht das denn? Jetzt zum Beispiel, wenn man so einen grünen Hintergrund hat, passen so eine Blumen natürlich schön, so ein Blumenarrangement. Also ihr seht, es geht auch mit Filzstiften. Das finde ich natürlich sehr cool. So hat man natürlich noch eine ganz viel größere Auswahl an Farben, wenn man erstmal eventuell gar keine Aquarellstifte hat oder eben nur ein bisschen. Ja, absolut genial und ich hoffe, ihr findet diese Idee genauso genial wie ich. Ich finde es total cool. Ihr merkt es schon, ich bin sehr begeistert. Bin super gespannt auf eure Kommentare, freue mich natürlich aufs nächste Video mit euch und wünsche euch einen schönen Tag, auch wenn das Wetter heute ja noch nicht so besonders ist, zumindest hier bei uns. Es ist sehr kalt, sehr windig, sehr dunkel, sehr düster. Also so gar nichts mehr von dem Sommer, den wir schon hatten. Aber der kommt bestimmt mal wieder. Also das absolute Bastelwetter. Ja, genau. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und freue mich aufs nächste Video mit euch. Tschüss, ihr Lieben.